Guten Morgen. Boah, ich habe so schlecht geschlafen. Ich habe wirklich wenig Energie und nur noch so einen Restbestand an Gehirnmasse. Also bitte verzeiht mir, wenn dieses Video weniger energetisch wird. Ich will dieses Video aber unbedingt abdrehen, weil ich habe das Gefühl, das bin ich Sarah schuldig. Ich wurde nämlich von Sarah von The Sarah Story getaggt zu diesem Tag. Und ich habe letztens selbst einen Tag hochgeladen. Lies das Barbie, heißt er. Und sie getaggt. Und zack, kam sofort ihr Antwortsvideo. Und ich dachte, boah, ich muss das doch auch mal hinbekommen, dass wenn man mich taggt und mich der Tag interessiert, dass ich das Video dazu irgendwie zeitnah hochlade. Und deshalb mache ich das heute. Aber ich habe mir vorgenommen, das ganz gemütlich zu machen. Das wird eher so ein Laber-Tag, so ein Laber-Video. Die letzten Wochen waren auch wirklich brutal voll bei mir. Und eine Sache wollte ich unbedingt noch anteasern. Falls es euch interessiert, dann könnt ihr da auf Instagram oder auf meiner Facebook-Seite vorbeischauen. Da halte ich euch dann auf dem Laufenden. Ich habe nämlich einen Drehtag bereits gehabt. Einer kommt noch für eine kleine Rolle in einer Serie, die nächstes Jahr auf Sat.1 zu sehen sein wird. Das nur nebenbei. Jetzt zum Tag. Also Sarah, wenn du das siehst, danke fürs Taggen und schaut unbedingt auf ihrem Kanal vorbei. Die Sarah ist jemand, die schaue ich schon, bevor ich mit BookTube angefangen habe. Also sie ist auch eine, die mich so ein bisschen dazu verführt hat, selbst Videos zu drehen. Ich weiß, dass wir nicht immer die gleiche Meinung haben, nicht immer den gleichen Buchgeschmack, aber es ist bei ihr irgendwie immer so, als würde ich in ihren Bann gezogen werden, weil sie einfach so eine ehrliche Art hat und ich ihr einfach gerne zuhöre. Also, Sarah kann sonst was hochladen und das Buch muss mich nicht interessieren. Ich schaue mir das Video einfach an. Vielleicht bin ich auch so ein Sarah-Fangirl. Kann schon sein. Ach ja, der Tag heißt übrigens Tacheles Tag. Und ich lese einfach mal die Fragen zu dem Tag hier ab. Frage 1. Warum denkst du, wachsen manche Kanäle schneller als andere? Bist du mit deinem eigenen Wachstum zufrieden? Okay, das ist gleich so eine Frage, wo es so viel zu sagen gibt, dass ein Kanal schnell wächst, kann Glückssache sein. Aber es ist auch oft eine Frage von Sympathie und es gibt einfach Menschen, ich muss gerade an Joanna June denken, es geht nicht anders. Es gibt einfach Menschen, die haben das Talent, andere Menschen sofort abzuholen, mitzureißen. Die haben eine total schöne Energie. Und ich finde jetzt auch gerade bei Joanna June, da geht es ja nicht nur um Bücher, sondern sie erzählt auch über ihr Schriftstellerinnenleben und es geht auch so um ihr Lifestyle und um Ängste und Zweifel. Also sie lässt die ZuschauerInnen auch ein bisschen an sich ran. Aber auch nicht zu nah. Also sie hat da genau, sie hat einfach da so ein richtig gutes Gespür für. Und es ist halt nicht nur Inhalt, sondern auch Unterhaltung. Und ich denke, dadurch unterscheidet sie sich von vielen BooktuberInnen und dadurch macht das ihren Kanal so erfolgreich. Das würde ich jetzt schon mal sagen. Also ein großes ist einfach, wie man seinen Kanal gestaltet, wie abwechslungsreich und eine Sympathie. Es ist auch einfach eine Sympathiesache. Okay, also um die erste Frage zusammenzufassen. Ich denke, es gehört Glück dazu, dass ein Kanal wächst. Das richtige Timing, Sympathie, dass der Kanal etwas Eigenes hat. Und noch eine Sache, die mir einfällt, und da bin ich richtig schlecht drin, ist es, wenn man regelmäßig Videos hochlädt, so alle 2 Wochen im besten Fall. Natürlich erhöht das die Chance, dass dieser YouTube-Algorithmus dein Video höher
irgendwie zeigt, also dass dein Video mehr gesichtet wird und dass dann mehr auch letztendlich auf deinem Kanal landen. Und ich habe einfach nicht die Möglichkeit, nicht diesen Alltag, das so regelmäßig zu schaffen, weil einfach, also das ist mein Hobby, aber meine Priorität ist natürlich mein Job und meine anderen Hobbys und Familie, Freunde. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich bin zufrieden mit meinem Wachstum. Mit meinem Wachstum, also mit meinen 1,59 Zentimetern bin ich zufrieden. Ich meine, mit meinem Kanalwachstum bin ich zufrieden, weil ich habe das ja zum Teil zumindest selbst in der Hand. Ich merke gerade, wo ich regelmäßiger Videos hochlade, wächst es auch stetig. Es gehen auch immer wieder Leute, aber es kommen auch immer wieder neue dazu. Ich möchte aber an dieser Stelle auch ehrlich mit euch sein und ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Austausch. Einfach, weil das ist ja der Grund, warum ich YouTube-Videos mache. Ich habe halt in meinem privaten Umfeld nicht die Möglichkeit, so über Bücher zu reden. Und klar, mir gibt es auch schon was, dieses Video abzudrehen und mich nochmal voll mit diesem Buch zu beschäftigen. Bleibt auch nicht immer alles hängen, aber zumindest mehr, als wenn ich es einfach nach dem Lesen wegpacken würde. Aber das ist ja nur meine Perspektive und nur meine Perspektive finde ich sehr langweilig. Deshalb habe ich schon immer so ein inneres Bedürfnis nach einem Austausch. Und noch geiler fände ich es natürlich, wenn sich die Leute auch untereinander austauschen würden. Und das kommt, denke ich, erst, wenn, ich keine Ahnung, wenn man so 10.000 FollowerInnen hat. Vielleicht passiert es dann, dass es so eine eigene Dynamik bekommt in den Kommentaren. Und das ist schon was, was mir noch fehlt. Also das befriedigt mich noch nicht ganz, sagen wir mal so. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Kanal und will den auf jeden Fall auch noch weitermachen. Ach, und ich habe noch was im Kopf. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Kanal schneller wächst, wenn er Videoformate bedient, die halt beliebt sind, wie zum Beispiel der Lesemonat, den ich irgendwann von meinem Kanal verbannt habe, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin ja eine nicht so viel Leserin, einfach weil das meinen Alltag nicht hergibt. Und ich hatte dann immer das Gefühl, dass dann mit dem Lesemonat schon alles gesagt ist und ich dann gar nicht so mit Themenvideos oder so machen kann. Oder ich hatte halt immer das Gefühl, das ist so repetitiv und ach ja, irgendwie hat mir das auch immer Druck gemacht und das habe ich mir einfach genommen, indem ich dieses Format weggelassen habe, aber damit habe ich auch gesehen, dass die Klickzahlen auf jeden Fall runtergegangen sind. Boah, ich habe das Gefühl, das war jetzt gerade richtig viel und wirr. Ich mache jetzt einfach mit der zweiten Frage weiter. Was bringt dich dazu, das Video eines anderen Booktubers abzuschalten? Wenn das für mich nicht so viel Mehrwert hat, also wenn jetzt zum Beispiel Neuzugänge haben für mich keinen Mehrwert leider, weil ich, ja, es werden Bücher in die Kamera gehalten, aber am Ende bin ich genauso schlau wie vorher und es beeinflusst mich zu einem nicht so gesunden Konsumverhalten. Deshalb schaue ich Neuzugänge-Videos fast nie. Und wenn ich merke, dass das auf einem Kanal sehr, sehr viel Neuzugänge-Videos gibt, dann interessiert mich der einfach nicht mehr so sehr. Und es ist aber auch wieder eine Frage von Sympathie. Kann ich einer Person zuhören? Ist es mir zu aufgeregt irgendwie oder unauthentisch? Es muss einfach passen. Es ist wie im Leben mit Menschen. Es gibt Menschen, da passt es und es gibt Menschen, da passt es eben nicht. Und es ist völlig in Ordnung. Deshalb finde ich es ja so schön, dass auch BookTube so eine riesige, kunterbunte Mischung an Menschen hat und für jeden, jede was dabei ist. Und ja, das sind, glaube ich, so die Sachen, wo ich dann ausschalte. Also wenn es sympathiemäßig nicht passt oder wenn
die Videos für mich nicht so einen Mehrwert haben. Frage 3. Wie viel Neid oder Konkurrenzkampf gibt es auf BookTube? Ich bin nie so richtig in dieser Bubble-Mensch nicht drin gewesen. Also, dass ich mich jetzt mit allen so krass vernetzt habe oder so. Deshalb kann ich das jetzt so allgemein, kann ich das gar nicht sagen. Ich würde schon sagen, dass das eine Community ist, die einander wohlgesinnt sind und sich Sachen gönnen. Also ich freue mich voll, wenn ich sehe, dass da jemand sitzt mit seinem Hobby und ja, so viel Zuspruch bekommt und so darin aufblüht und sogar Geld damit verdient. Also mich macht das richtig glücklich, das zu sehen. Klar denke ich, oh, ich hätte das voll gerne auch, vor allem diesen Austausch in den Kommentaren und so. Aber es ist kein Neid. Nee. Es ist vielleicht manchmal so, dass es ein paar Selbstzweifel schürt, weil man sich natürlich vergleicht, aber dann reflektiert man auch, dann sieht man, woran es liegen könnte und dann ist auch wieder gut. Ja, also Neid würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, aber vielleicht spreche ich auch einfach nur von mir. Ich spreche mal von mir. Ich bin jetzt nicht neidisch auf den Erfolg von anderen BookTuberInnen. Ach so, und Konkurrenzkampf. Naja, auch nicht. Jedenfalls, wie ich das mitbekomme, nicht. Und aus meiner Perspektive, nein, kein Konkurrenzkampf macht für mich auch keinen Sinn. Oh, wer stellt das Buch besser vor? Wir sind halt alles andere Menschen, haben alle andere Voraussetzungen und eine andere Art, ein Buch vorzustellen. Und ich finde das, genau das finde ich ja total schön. Frage 4. Denkst du, man muss mehrere Plattformen bespielen, um eine erfolgreiche Bloggerin zu sein? Das ist ja irgendwie wieder so ähnlich wie Kanalwachstum. Also ich würde sagen, das kann mit reinspielen, muss aber nicht. Es kann ein Video oder ein Post auf einer anderen Plattform durch die Decke gehen und dadurch können dann wieder Menschen auf YouTube gelangen oder wie auch immer. Aber es muss nicht. Also ich denke, das ist auch eher Glück. Also ich bespiele mit meinem Buchcontent 3 Plattformen. Einmal YouTube, dann Instagram. Da halte ich eigentlich nur meine Highlights fest. Und TikTok. Und da mache ich das so, dass ich die Shorts, die ich auch auf YouTube veröffentliche, einfach nochmal dort wiederverwende. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass mir das in irgendeiner Weise mehr AbonnentInnen gebracht hat. Finde ich aber auch nicht schlimm. Also ich schaue halt einfach, dass ich halt ja, Videos nochmal wiederverwerte und schaue, was passiert. Ich weiß auch nicht, ob TikTok, ich glaube, das ist auch eher so eine jüngere Generation und die liest dann auch andere Bücher und ich glaube auch, dass es nicht so wirklich mein Zielpublikum ist. Aber wer weiß, vielleicht irgendwann passiert es doch, dass dann von TikTok andere Leute überschwappen auf Insta, auf YouTube, keine Ahnung. Also es kann sein, muss aber nicht, würde ich sagen. Es ist keine Pflicht, was man unbedingt tun sollte, um mehr Erfolg mit dem Kanal zu haben. Frage 5. Hast du schon mal ein Video gedreht, auf das du keine Lust hattest, du aber wusstest, dass es gut geklickt wird? Was hältst du von diesem Vorgehen? Was halte ich von diesem Vorgehen? Finde ich eine komische Frage irgendwie. Soll einfach jeder selber entscheiden. Ich finde das jetzt nicht, würde jetzt nicht sagen, oh, das ist ein schlimmer Mensch, weil er so vorgeht. Es kann ja manchmal auch zielführend sein, sowas zu machen und dann mal kurz in den sauren Apfel zu beißen.
ja, verurteile ich jetzt auf keinen Fall, wenn man das macht. Ich selber ja, ich hatte das Thema ja schon angerissen mit Lesemonaten, dass die mir sehr Druck gemacht haben, einfach viel zu lesen, weil ich so wenig lese und auch, oh, jetzt ist schon August und ich habe noch nicht den Lesemonat von März hochgeladen und so weiter und so fort und ich mir da einfach den Druck so ein bisschen rausgenommen habe. Aber seit 2 Monaten schwirrt mir dieses Format auch wieder im Kopf rum und ich hätte auch wieder so ein bisschen Bock drauf. Ich weiß nur nicht, vielleicht könnt ihr mir dazu ja auch mal was schreiben. Also ich weiß noch nicht, ob ich es dann final wirklich mache, weil ich Angst habe, so ein bisschen in alte Muster zurückzuverfallen. Dass ich dann, oh, ich muss extra viel lesen, damit der Lesemonat sich lohnt. Oder ich ziehe immer 2 Lesemonate zusammen. Aber dann kann ich halt diese Themenvideos, das doppelt sich ja alles. Also das ist ja dann ist dieses Themenvideo dann fast wieder umsonst. Aber vielleicht schauen auch manche nur diese Themenvideos und die Lesemonate nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also es beschäftigt mich schon. Vielleicht könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr Lesemonate interessant findet und warum ihr die interessant findet. Das würde mich mal interessieren. Genau, mich würde mal interessieren. Also Lesemonate werden immer, immer mehr geklickt. Warum ist das so? Obwohl es ja, also ich mache das immer so, dass ich versuche, alles, was ich auch gelesen habe, hier auf meinem Kanal vorzustellen. Es sei denn, ich habe wirklich überhaupt gar keinen Bock, über ein Buch zu reden. Oder ich habe alles vergessen, weil es einfach so unrelevant für mich war. Aber im Prinzip ist auf meinem Kanal so gut wie alles vorhanden, was ich so lese. Und mich würde einfach mal interessieren, was ist der Reiz eines Lesemonats für euch? Was macht ein Lesemonat interessanter für euch als zum Beispiel so Themenvideos? Vlogs mögt ihr auch und ich habe auch wirklich Spaß daran, Vlogs zu drehen. Da bin ich nur immer sehr unsicher, ja, wie viel ich so preisgeben kann und was interessant ist und was nicht, könnte ich mir auch vorstellen, da mehr zu drehen. So, jetzt bin ich aber weggekommen von der Frage, ob ich Videos gedreht habe, die mir keinen Spaß gemacht haben, auf die ich keine Lust hatte, nur um geklickt zu werden. Und das war damals der Fall, als ich Lesemonate gedreht habe. Deswegen bin ich da drauf gekommen. Aber seitdem die weg sind, nein, habe ich nur noch Videos gedreht, auf die ich Bock hatte und habe mich dann einfach gefreut, wenn dann trotzdem gut geklickt wurde. Okay, ich glaube, jetzt wird es interessant für euch. Sind deine Videos monetarisiert? Also das bedeutet, dass man Geld damit verdienen kann. Also findest du den Verdienst angemessen? Wie viel verdienst du aktuell mit deinen Videos? Okay, im Moment sind meine Videos nicht monetarisiert. Früher waren sie es aber und da habe ich ein ganz bisschen verdient. Ich weiß nicht, auf 4 Jahre vielleicht 100 Euro. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig. Und dann haben sich ja die Bedingungen geändert. Also man muss jetzt 1000 AbonnentInnen haben, das habe ich. Und man muss 4000 Stunden Watchtime haben. Also meine Videos müssen innerhalb eines Jahres 4000 Stunden geguckt werden. Dann erst werde ich für dieses Partnerprogramm von YouTube freigeschalten und kann damit so ein bisschen was verdienen. Und ich bin jetzt, dass ihr mal wisst, wo ich so stehe, bei 500 Stunden im Jahr, also ein Achtel. Das ist also noch in weiter Ferne und ich weiß noch nicht, ob es jemals wieder dazu kommt, aber würde mich natürlich freuen. Warte, wie ging es weiter? Ob der Verdienst angemessen ist? Findest du den? Ja, Verdienst angemessen. Ja, also klar, es ist mein Hobby. Also mir macht es Spaß, über Bücher zu reden. Ich schneide das gerne und
ja, kann da so ein bisschen kreativ werden. Ich kriege Rezensionsexemplare umsonst und erhoffe mir irgendwann auch noch einen regen Austausch. Also das ist ja schon was, was toll ist. Aber ich bin natürlich auch eine Unterhaltung für andere Menschen, die kostenlos Zugang zu YouTube haben. Und von daher finde ich schon angemessen, dass wenn YouTube da Werbung schalten kann auf meinem Kanal, ich also so eine kleine Werbeplattform auch irgendwie bin, dass man dann Geld damit verdient. Doch, finde ich angemessen. Auch Kooperationen, die den Kanal dann als Werbefläche benutzen. Ja, also ich finde, das spricht für mich nichts dagegen. Wie viel verdienst du aktuell mit deinen Videos? Hatte ich ja quasi schon beantwortet. Ihr wisst Bescheid. Nichts. Frage 7. Findest du, dass man die Verlage ausnutzt, wenn man Rezensionsexemplare anfordert? Oder findest du, dass unsere Arbeit von den Verlagen bezahlt werden sollte? Auf keinen Fall werden die Verlage ausgenutzt, wenn ihre Bücher einen Ort bekommen, an dem sie gesehen werden. Auch da wieder, finde ich, ist man ja wie so eine Werbeplattform. Die Bücher bekommen Sichtbarkeit und werden dann mehr gekauft. Also ich glaube, mit dem Zeitalter Social Media haben die Bücher und der Bücherkauf, würde ich jetzt vermuten, noch einen kleinen Aufschwung bekommen. Also ich denke schon, dass das ja dazu beigetragen hat, dass Bücher einfach mehr verkauft werden. Und nein, ich finde, das ist absolut kein Ausnutzen. Klar profitiere ich in dem Fall auch, weil ich keine Kosten habe für mein Hobby. Aber es ist ja trotzdem auch wieder ein Aufwand, ein Zeitaufwand, dann darüber zu reden, die zu rezensieren und so weiter. Nee, ich finde, das ist eher so ein Geben und Nehmen zwischen Verlag und BloggerInnen. Und wenn dann halt mal so ein Verlag unbedingt möchte, dass man über ein Buch spricht und da explizit anfragt und man selber vielleicht dieses Buch gar nicht gelesen hätte, dann fände ich es sogar fair, wenn es ja wie so ein kleines Taschengeld geben würde, wenn man dieses Buch dann rezensiert. Und es ist ja fast wie so ein Job und so eine Kooperation dann, wie mit anderen Sachen, wenn man irgendwelche Klamotten neu hat und eine Kooperation hat und die dann in die Kamera hält und so weiter. Also, nee, ich, ja, auch da habe ich nichts irgendwie negativ anzumerken. Letzte Frage, wen taggst du? Okay, ich weiß wirklich nicht, wer das schon gemacht hat, außer Sarah. Deshalb Sarah von The Sarah Story. Du bist schon mal raus. Aber es gibt noch eine andere Sarah, nämlich von Bookmarkt. Dann tagge ich einfach mal Joanna June. Ich tagge Fers Tant. Ich tagge Anne von Literaturlärm. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden Wichtigen vergessen. Fühlt euch einfach alle getaggt. Und natürlich gerne her mit euren Gedanken in den Kommentaren. Es war wirklich, glaube ich, sehr chaotisch, dieses Video. Vielleicht aber auch gar nicht. Vielleicht war es gar nicht so schlimm, wie es sich angefühlt hat. Ich muss mal gucken, wie das dann im Schnitt ist. Aber ihr habt mich auf jeden Fall sehr pur bekommen. Und ja, habt jetzt so einen kleinen Einblick. Ja, vielleicht hat es so ein bisschen für Transparenz gesorgt. Apropos Transparenz. Mir ist aufgefallen, dass ich vorhin vergessen habe, die Socken zu wechseln, aber ich habe mir gedacht, man sieht das eh nicht, also kann ich die auch genauso gut anbehalten. Muss nicht immer alles perfekt sein und ist es auch nicht. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich denke, das wird ein Yannick Schümann Update, wenn ich es bis dahin schaffe. Nächste Woche wird nochmal sehr voll und arbeitsreich, aber ich freue mich drauf. Danach habe ich mir einfach mal freigenommen für mich und eine Freundin. Und wir machen ein bisschen Urlaub
Und dann werde ich mit neuer Energie, ganz frisch hoffentlich und mit viel Schlaf zurück sein. Ich wünsche euch wie immer ganz viele tolle Bücher, eine tolle Lesezeit und ja, freue mich schon, wenn ich das nächste Mal wieder ein Video für euch drehen darf. Ciao.